Herzlich willkommen zurück zu Lego Herr der Ringe. Ja, und wie ihr seht, stehe ich auf einmal wieder vor der Höhle. Ich habe ja gestern, habe ich ja die Aufnahme an der Stelle, wo ich da gespeichert hatte in der Höhle, hatte ich ja eigentlich das beendet für den Tag. Und jetzt starte ich das Spiel und stehe wieder vor der Höhle. Na, was ist denn das für ein Speichersystem? Ihr habt doch im letzten Part gesehen, dass da noch Speichern war, ne? Aber andererseits habe ich mir überlegt, ist das gar nicht mal so schlecht, weil, guck mal, wir sind jetzt so viele Leute hier, alle versammelt, und das ist doch ideal, mal zurückzureisen und zu ein paar Aufgaben versuchen zu erledigen, die der eine oder andere nur machen kann, oder? Würde ich mal sagen. So, wir sind ja jetzt hier, und wir können jetzt hier überall noch hin, mit allen Leuten. Aber hier den Prolog hier, da ist ja auch noch einiges. Ach so, nee, 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 nee. Ich habe jetzt gerade überlegt, der Prolog, den wir gemacht haben, ja, wie sollen wir denn da nochmal hinkommen? Aber mir fällt jetzt ein, dass man im Laufe des Spiels ja sowieso noch dahin kommt. Versteht ihr? Also zumindest mit hier Frodo und Sam. So, na gut. Dann gucken wir mal. Ich glaube, die Schlösser hier an den Türen, die kann keiner von unseren Charakteren aufmachen. Ich weiß auch nicht genau. Das zeigt ja auch nichts an. Naja, das heißt dann, irgendwann müssen wir es mal rausfinden. So, ich will jetzt hier auch nicht jeden Strauch und so wieder kaputt machen. Außer wenn ich hier oben ein Dings sehe. Ah, hier haben wir zum Beispiel schon mal eine. Das ist die Rosi. Das ist doch hier die... wo Sam draufsteht, ne? Kaufen wir gleich mal. So, aber hier gibt es noch mehr Personen eigentlich zu kaufen. Mal gucken, ob wir die auch alle finden. Die Rosi haben wir dann schon mal. So, wir gucken mal. Ich muss jetzt nur mal kurz einen Überblick kriegen. Das heißt, ich muss hier natürlich ein bisschen rumrennen, um zu sehen, wo noch Sachen waren, die unser einer jetzt hier nicht machen kann. Und da sollte ich vielleicht den Sam nehmen, weil der ja der Schaufelmeister ist hier. Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwas rauskam. Nur eine Murmel, aber immerhin ein fetter Stein noch. So, da hinten gucken wir mal. Ja, man ist aber, also wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, ehrlich gesagt, ich würde hier alles nochmal wieder einsammeln. Denn das macht so einen Spaß, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn man einmal angefangen hat hier, vor allen Dingen, weil man hier die blauen Dinger sieht. So, dieses Schloss hier, das kann jetzt wahrscheinlich noch keiner kaputt machen, weil ich denke mal, weil Aragorn hat ja noch nicht mal das, hat noch nicht das Schwert, das eine. So, ich wollte doch nicht alles kaputt machen. Oh Mann, geht das schon wieder los. So, hier war auch nichts. Wir schauen uns mal hier um. Hier waren ja noch einige Dinge gewesen, weiß ich ganz genau, die nur der eine oder andere machen konnte. Ich denke mal, wir werden hier aber bestimmt wahrscheinlich nochmal irgendwann hier zum Beispiel Gimli. Wo ist er? Gimli vortreten. Einmal zuschauen hier. Da passt wahrscheinlich Gimli auch bloß rein. Weg hier. Das kann man nicht kaputt machen. Da haben wir zum Beispiel schon mal einen Stein. So, bleiben wir mal gleich bei Gimli. Jetzt überlege ich gerade, war hier drüben noch? Ach, hier konnte man gar nicht hin. Okay. Okay, Gimli. Packst du das hier? Die müssen wir uns jetzt aber holen hier, weil da vorne richtig blaue sind. Das sind ja schon wieder 3000, ne?
alle schon hier? Oh, Entschuldigung. Dann schauen wir mal da hinten. Hier war doch was gewesen für... Wo ist er? Für ihn hier. Erstmal die hier einsammeln. So. Ich weiß das nur nicht genau. So, alles muss man richtig üben hier. Ich warte mal, bis der da hinten wieder runter geht. Ich glaube, das spielt keine Rolle hier mit zeitmäßig oder so. Los, geh weg. Jawohl. Der nächste Stein. Ja, das meinte ich. Und so kriegt man dann wahrscheinlich auch hier alles zusammen. So, das war ja nur eine Pflanze, wo oben... Ja, das könnte man jetzt nochmal machen. Also kommen wahrscheinlich dann wieder diese Steine. Wir gucken mal eher... wo war hier noch was? So, da unten war das fest. Hier gab es auf jeden Fall noch irgendwo was für den einen oder anderen. Wir gucken mal eben, ob wir da hinten... Ah, da hinten, glaube ich, brauche auch wieder das Schwert, ne? Ah, hier haben wir noch was. Guck mal. Zack. Zack. So, das ist doch was für Legolas. Jawoll. So, die Kiste hier, ja. Ne. Die wird keiner öffnen können. Wir können ja mal probieren hier. Ein paar Leute. Ja, da seht ihr schon. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Das ist ja dieses Material. Das kann der, glaube ich, nur mit, wenn er dieses Schwert hat, ne? Dieses, was ja zerbrochen war. Aber das wird ja wieder zusammengefügt. So. Aber ich weiß zum Beispiel noch eine Stelle, da brauche ich Gimli nochmal. So, man könnte jetzt hier den Acker runter. Ne, ich gehe aber hier lang. Weil genau hier hinten ist die Stelle. Gimli. Ja, was trollst du denn da oben rum? So, kann ich dich kaufen? Ne. Hier müssen aber noch einige Charaktere sein. So, da hinten geradeaus. Können wir das nämlich auch schon mal machen. Zack. So, warum? Jetzt nur wegen den ganzen Gemüse hier? Mein Gott, das können wir ja mal einmal wegschlagen. Muss doch noch mehr geben hier. Wieso warten die anderen da draußen? Ne, hier müsste es noch mehr geben. Also wenn man hier lang gehen kann. Vielleicht ist hier noch ein anderes Gebiet. Hier kann ich zum Beispiel auch noch lang. Ah, das könnte sein. Ah, hier. Kleines Minispiel schon wieder. Ja, 10 Stück geschafft. Müsste man doch den Stein kriegen, ne? Ja, genau. Wunderbar. So. Ja, hier ist dann auch Schluss. Auf jeden Fall sind hier noch ein paar. Da oben ist schon wieder so eine Eule. Ich frage mich gerade. Warte mal.
das mit den Eulen immer auf sich? Kann ich tatsächlich hier... Oh, die konnte ich tatsächlich... Aber was brachte mir das? Wahrscheinlich gar nichts. Gehen wir hier mal wieder zurück. Ja, hier war das ja, wo wir dann hier... Und ich denke mal, hier hinten geht's weiter in Richtung Dings, ne? Oder? Ach, hier. 125.000, da seht ihr mal. Aber wir kaufen ihn. So, wollen ja versuchen, alles... Sind wir schon wieder fast pleite? Nee. Hat ja schon über 500.000. Aber da seht ihr mal, dass... man muss hier echt alles mitnehmen, damit das Geld auch immer schön hoch bleibt. Ich nenne es einfach mal Geld, weil ist ja so, man bezahlt ja damit. Oh, da ist die Tür sogar offen. So Leute, dann gehe ich doch mal rein. Gibt's hier was? Hier gibt's gar nichts. Naja, aber man kann reingehen, ne? Das ist die Hauptsache. Okay, wo geht's denn hier jetzt weiter? Ja, jetzt ändert sich die Musik. Wir sind nämlich jetzt hier über die eine Brücke. Da hinten irgendwo sind wir mit dem Floß. Okay, okay, okay. Hier wollte ich nämlich nicht lang. Wenn, dann gehe ich nämlich über den... Aber wir haben zumindest schon mal wieder einen gefunden, den wir gekauft haben. Aber da müssen noch mehr sein, ne? Waren doch drei oder vier... Ist hier auch noch rein. Tatsache. Versteckter blauer. So, hier wieder zurück. Ja, und hier das Gebiet konnte man nur jetzt erkunden, weil Gimli das da wegmachen konnte. So, hier hatten wir doch noch was. Ah, da kam ich aber nicht rüber. Moment, da muss ich da vorne erstmal rum. Hier ist zum Beispiel noch was. So. Der liebe Legolas kann hier mal aufschießen. Und da kommt auch schon eine Frau raus. Mein Herr Gemahl hat wieder unseren Hausschlüssel verloren. Immer dasselbe, wenn er sich mit seinem Kumpel bei den Minen von Moria herumtreibt. Minen. Siehst du, und weil wir ja dann sowieso in die Minen ja nochmal wieder müssen... Wäre jetzt ja auch nicht schlimm, wenn ich das auch mit aufnehme, den ganzen Anfang, den ich ja schon gemacht hatte. Hm. Sie braucht also einen Schlüssel, okay. Aber hier haben wir noch was für... Wo war das jetzt gewesen? Hier, ne? So. Genau. Mal da rein. Da oben ist er ja schon. Oh, lass noch mal, warte mal, lass mal, nein. So jetzt, ich wollte nur die Steine. Da war die Richtung ein bisschen verkehrt, mein Freund. Noch mal hoch. Müssen wir das Ganze noch mal üben. So rum. Sieht aber schon lustig aus. Muss ich sagen. So ist richtig. Ah ja, so eine Art, ach, so ein Parcours-mäßig nur für ihn. Ah, aber da kriegen wir auch einen Stein da hinten. Seht ihr? Oh. Nein. 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 Nö. Hör doch auf. Muss ich hier nochmal? Hm, das war wieder ein Kameraproblem, denke ich mal. Genau wie das hier fast. Normalerweise geht er ja automatisch aufs Seil rauf. Ah, habt ihr das gesehen? Das war auch nicht schön. Da unten, seht ihr das? Da unten rechts da, die Kinder, die da um das Zelt rumtanzen. Wow.
Das war ja mal richtig gut Beute. So, von hier aus könnte ich ja mal schauen. So, da drüben war ja das Feld, ne? Da will ich dann auch wieder lang, eigentlich. Weil da gab es ja auch noch einiges auf dem Weg. Wenn ich jetzt Pause mache, zeigt er mir an. Ne, das ist nur insgesamt, ne? Er zeigt mir jetzt nicht an, aber ich könnte hier zu dieser einen Statue da unten nochmal. Da würde er mir dann anzeigen, was noch fehlt. Aber wir waren ja da hinten. Da oben auf dem Berg waren wir noch nicht. Da drüben war ja... Ach ne, da drüben war, glaube ich, noch was gewesen. Da unten stehen sie, unsere Truppe. So, mal sehen. Fallschaden gibt es hier, glaube ich, nicht. Ach, und hier, ja, hier bräuchte Dings das Seil. Das kriegt er aber erst nach den Minen, ne? Also müssen wir hier auf jeden Fall nochmal her. Nützt jetzt so nichts, weil wir das Feuer hatten wir ja schon mal angemacht gehabt. Okay, jetzt gucken wir aber mal, was hier noch fehlt. So, auf jeden Fall können wir hier noch eine Person kaufen und wir können insgesamt 4 Quests machen. Und der Briefumschlag fehlt auch noch. Der ist hier. Ich markiere den mal. Das will ich jetzt mal wissen. So, und diese durchsichtigen Dinger, die sollten uns direkt dahin bringen. Ach, lass mich raten. Das ist das... wo sind die jetzt? Hier hören sie auf. Muss das geangelt werden? Mary? Muss tatsächlich geangelt werden? Tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Super. Das konnten wir dann auch schon erledigen. Gehen wir mal mit Gimli weiter. So, dann gehen wir nochmal zurück und gucken mal. So kann man eigentlich einen nach dem anderen abschließen. Also das, was möglich ist. Schauen wir mal hier nochmal. So, was haben wir denn noch? Uns fehlen natürlich noch einige silberne Steine. So, weiter ranzoomen natürlich. Der hier. Aber da muss es Nacht sein, glaube ich, ne? Hier ist übrigens auch noch eine Quest. Da gehen wir mal hin. Mal sehen, wo er uns hinbringt. Wieder in die Richtung hier. Ach, das ist die Quest. Hm. Gut, die können wir noch nicht machen. Müssen wir uns eine andere aussuchen. So, die hier zum Beispiel. Aber andererseits würde ich jetzt gern den Stein hier noch finden. Ach so, ich muss erst hier wieder hin. Nee. Entfernen, genau. Entfernen. Kann jetzt hier nicht markieren. Zurzeit nicht verfügbar. Ach so, ja, weil es Nacht sein muss. Okay, verstehe ich. So, dann könnten wir höchstens... Hier ist noch eine Figur. Beutelsand. Zielort Testling. Da gehen wir nochmal nachgucken. Vielleicht ist das die letzte Person, die uns fehlt. So, hier lang. Weil noch haben wir genug Geld. Hier hört es auf. Sollte hier vielleicht einer sein, der... Ne, hier haben wir Rosi gekauft, ne? Genau hier war das doch. Und hier konnte man nicht rein. Nee, das ist dann auch verkehrt. Ah, hier konnte ich rein.
Aber hier ist auch keiner drin. Vielleicht ja auf den Marktplatz. So, hier unten waren wir schon gewesen. Ja, hier haben wir ja schon uns ausgetobt. Sorry, dass ich jetzt hier so ein bisschen hin und her renne. Ich guck mal hier, ob hier irgendeiner ist, den man... Schwein? Ein Schwein kann man nicht kaufen. Du auch nicht, du auch nicht. Hm, dich vielleicht. Nee, dich auch nicht. Aber mehr sind doch hier nicht. Hab ich da hinten gerade... Da ist doch gerade einer reingegangen, ne? Der da wegläuft. Hallo? Nee, den kann man auch nicht. Ich glaube, Sam, der wohnt doch hier oben irgendwo, ne? Na gut, also ich wüsste jetzt auch nicht, was jetzt noch hier wäre. Was mit dir auf dem Schwein? So, ja, sie braucht den Schlüssel. Den werden wir vielleicht in den Minen vielleicht schon finden. Ansonsten... Okay, dann müssen wir das mal wieder rausnehmen. Ich Idiot. Ich wollte doch eigentlich nur reinzoomen. So, hier oben hatte ich das genommen. Rausnehmen. So, er zeigt natürlich den traditionellen Weg an. Vielleicht können wir ja diese... Ne, die haben wir ja schon. Das ist ja das Haus. Der Stein hier hinten vielleicht. Zurzeit nicht verfügbar. Okay, auch nachts. Zielort festlegen. Den könnten wir uns aber holen. Die Frage ist nur, ob man da auch hingehen kann. Wir werden es herausfinden. Würde ich mal sagen, ne? So, hier. So, das hatten wir gemacht. Ach, da muss man da geradeaus. Aber da ging es doch gar nicht weiter. Hä? Moment, wir prüfen das mal schnell. Da hinten ging es doch gar nicht weiter, ne? Nee, das ist der in der Kiste, da ganz hinten. Okay, den können wir auch vergessen. Ja, das ist der in der Kiste, okay. Na gut. So, kann ich denn hier von der Karte jetzt den... Kann ich auch so entfernen, okay. Ja, und der wäre ja hier, aber den kann man nur nachts machen. Da weiß ich jetzt noch nicht genau. Na, haben wir auf jeden Fall. Und das hier oben. Zielort festlegen. Da müssen wir doch mal gucken gehen. Ich weiß, ein Hin- und Hergerenne. Der Part ist auch gleich vorbei. Na, dann brauchen wir wahrscheinlich ein Part so für, ne? Also die nächste Strecke ist dann Pre. Und im Pre müssen wir dann gucken, was wir noch schmieden können. Würde ich sagen. Weil wir haben ja jetzt einige Steine. So, der hier, Mr. Schweinegesicht, geht wieder hier lang. Aber wir waren doch schon da oben. Kann natürlich sein, dass in der verschlossenen Tür hier noch einer hängt, den man... Ach ja, das hat sich dann auch gleich erledigt. Hoffentlich kriegt Aragorn bald sein Schwert. Das ist leider erst im dritten Teil, ne? Oder war es im zweiten, bei den zwei Türme schon? Na gut, dann können wir das auch vergessen. So, dann machen wir mal... Ja, dann können wir hier jetzt soweit nichts mehr machen. Der war auch bei Nacht. Ja, dann würde ich sagen, jetzt hier ab, gehen wir weiter hier. Und hier gucken wir mal, was wir hier in Pre noch machen können. Vor allen Dingen ist da eine Schmiede. Und was ist mit dem hier? Den könnten wir doch mal... Den markieren wir jetzt mal als nächstes.
So. Gehen wir noch bis zum Feld und dann mache ich erstmal einen Schnitt, Leute. Ist aber immer schön, dass die beruhigende Musik im Hintergrund immer noch. Ich höre es aber auch nur ganz leise. Glaubt mir. So. Ich würde sagen, genau hier mache ich dann erstmal einen Schnitt. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lego Herr der Ringe, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.